Das genügt uns, liebe Schwestern und Brüder, das genügt uns, sagt Philippus, so ein wenig interessiert und zugleich doch leichtfertig. Zeig uns den Vater, das genügt uns. Merkwürdig, dieses Wort, dem wir da heute begegnen. Aber es ist ein Wort, das uns vielleicht mehr vertraut ist, als uns lieb ist. Auch wir wollen doch eine klare, fest umrissene Vorstellung von Gott haben. Auch wir legen gerne die Begrifflichkeiten an und dann ordnen wir in die Schublade ein und dann lassen wir ihn dann auch. Und bei Bedarf machen wir Gebrauch davon. So geht das mit Gott aber nicht. Gott lässt sich weder in Schubladen noch gar in Katechismen einfangen. Nicht in Begriffen. Schon das vierte Laterankonzil hat davon gesprochen, dass wenn wir von Gott etwas sprechen und festlegen, gibt es eine je größere Unähnlichkeit zu Gott. Die Unähnlichkeit ist immer größer. Ein je mehr gibt es. Es gibt ein nicht genügen können in Gott, was uns Menschen anbetrifft, in unserem Verhältnis zu ihm. Und damit ist natürlich seit je hier eine Spur für die Mystiker auch gelegt, aber nicht im Sinne, wie wir das heute verstehen, wo eine große Nebelrakete geworfen ist und das dann schnell pantheistisch wird und alles ist dann und alles und alle, irgendwie ist alles Gott. Nein. Denn zu diesem eben nicht genügen können in Gott, wenn wir nach Gott fragen, gibt es paradoxerweise eine klare Aussage Jesu. Wer mich sieht, sieht den Vater. Gestern noch haben wir gehört. Nur durch mich kommt man zum Vater. Also, wer an der Unendlichkeit Gottes teilhaben will, wer diesem Gott nahe kommen will, wer nach ihm fragt und sich finden lassen will von diesem unendlichen, ewigen Gott, von dem lebendigen Gott, der mit Begriffen nicht zu fassen ist, der nicht einzuordnen ist, der muss Jesus begegnen. Der muss letztlich Jesus lieben. Der muss Jesus suchen. Der muss seinen Weg gehen. Der muss seinem Wort gehorsam sein. Wer mich sieht, sieht den Vater. Die Worte, die ich zu euch spreche, habe ich nicht aus mir selbst, sondern sie sind mir vom Vater gegeben. Es gibt keinen anderen Weg. Und beides gilt es zusammenzuhalten und nicht, wie das heute oft geschieht, zu verwechseln. Jesus, ja, irgendwie noch akzeptiert. Und daneben gibt es irgendwie einen Gott, der auf alles und alle anwendbar ist und auf alles passt. Es gibt sozusagen einen Härtefall, wo das deutlich wird, etwa wenn wir heute das Fest des Märtyrers, oder wie die Ostkirche sagt, des Erzmärtyrers Georg begehen. Man stirbt nicht für Begriffe. Man stirbt nicht für Begriffe, auch nicht für die Begriffe von Gott. Man stirbt nur, man gibt nur sein Leben hin, wie dieser Märtyrer, der in der diokletianischen Verfolgung umkam, wie der Kirchenhistoriker Eusebius schon schreibt. Man stirbt, wenn man eine Ahnung hat, wenn man eine Begegnung hat mit diesem Gott. Und man kann ihm nur begegnen, dass man solche Kraft findet in Christus selber. Wenn wir uns aufmachen zu suchen, heißt das immer auch, dass wir schon Gefundene sind von ihm, dem lebendigen Gott.